Guten Tag, hier aus der Kirche in Wappenbach in der Adventszeit 2021. Advent, Wartezeit. Ich warte darauf, unbeschwert mit allen zusammenkommen zu dürfen. Ich warte darauf, der alten Dame zum 90. Geburtstag die Hand schütteln zu dürfen. Ich warte auch darauf, dass meine Christrose endlich zu blühen beginnt und das letzte Laub von den Bäumen fällt. Ich warte darauf, dass ich wieder mit der ganzen großen Familie feiern kann. Und dass vielleicht mal wieder ein Weihnachtskonzert unseres Chores in der vollbesetzten Kirche stattfinden kann. Ich warte darauf, dass ich mit den Kindern ein Krippenspiel vorbereiten und die Plätzchen im Ofen backen kann. Ich warte darauf, dass die Pandemie endlich nicht mehr unser Leben bestimmt. Ich warte auch darauf, dass die Tränen, die am Totensonntag geflossen sind, allmählich versiegen und der Schmerz ein Ende hat. Ich warte darauf, dass endlich Frieden wird in Afghanistan und an so vielen anderen Orten auf dieser Welt. Und ich warte darauf, dass Flucht nicht mehr nötig ist. Und alle Menschen unter friedlichen und gerechten Bedingungen leben können. Ich warte. Adventszeit ist Wartezeit und ich warte hoffnungsvoll und ungeduldig und sehnlicher. Und manchmal warte ich auch vergeblich. Ein Satz aus der Bibel für den Advent 2021. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Siehe, es kommt die Zeit. Kann ich mich auf diese Worte einlassen, wo ich doch längst weiß, dass Gott sich in eine Krippe gelegt hat? Warum warte ich dann noch? Siehe, es kommt die Zeit. Kann ich mich auf diese Worte verlassen? Wo ich doch längst weiß, dass Gottes Königreich schon angebrochen ist. Und warum warte ich dann noch? Siehe, es kommt die Zeit. Kann ich die Worte weglassen, weil alles schon gut ist? Siehe, es kommt die Zeit. Ja, sie ist schon da und zugleich nein. Sie ist noch nicht da. Advent ist und bleibt Wartezeit. Ich warte darauf, dass die Welt endlich ihre Türen öffnet. Nicht nur die am Adventskalender, sondern die im Herzen und im Kopf, damit die Botschaft vom Frieden einziehen kann. Advent ist und bleibt Wartezeit. Ich warte darauf, dass das Licht der Welt heller und heller scheint. Nicht nur am Adventskranz, sondern überall. Und damit das Licht der Liebe die Schatten der Angst und Trauer verblassen lassen kann. Advent ist und bleibt Wartezeit. Ich warte darauf, dass Gott sich zeigt. Siehe, es kommt die Zeit und ich möchte sie gestalten, indem ich spende und auch ganz heftig um Spenden werbe für Brot für die Welt, indem ich Adventslieder singe, hoffentlich mit Ihnen und euch allen, mittwochs abends in unseren Dörfern. Adventslieder, die meine Hoffnung wachsen lassen. Und indem ich Türen öffne, durch die Gott eintreten kann in der Welt und in mein Herz und in meinen Verstand. Siehe, die Zeit ist nah. Warten wir zusammen, sehnsüchtig und hoffnungsvoll. Wünsche eine gesegnete Adventszeit.